dass solche kleinen Elektrospielzeugautos mit Strom fahren und Batterien haben, ich glaube selber als jedes Kind. Aber die gibt es nicht nur in klein, sondern auch in groß. Und die schaue ich mir heute an. Und da haben wir jetzt die großen Elektroautos. Hoi Harald. Ja, grüß dich. Also, ich meine, das schaut jetzt wirklich aus wie ein normales Auto, aber halt ist das, das ist ein Elektroauto. Was sind da jetzt so die Merkmale? Genau, so von außen schaut es eigentlich ganz normal aus wie ein anderes Auto auch. Es hat auch alle Funktionen ganz normal und der Unterschied ist eigentlich innen drin. Das können wir mal anschauen. Und da sieht man, es schaut so auch recht ähnlich aus, aber der große Unterschied ist, da ist nicht ein Verbrennungsmotor, der duckert und wo Benzin und Diesel verbrannt werden, sondern da ist ein Elektromotor. Ah, das heißt, es ist wirklich wie in einem Spielzeugauto. Da ist ein Elektromotor und dann sind auch Batterien. Sind sie in dem Auto auch? Ganz oder? Genau, da sind viel größere Batterien wie bei einem anderen Auto. Ich kann dir zeigen, wo die sind. Die sind nämlich hinten drin. Also die Batterien sind da unter die Sitze drinnen, das sieht man gar nicht. Und da unter dem Kofferraum drunter drinnen, das sind große Batterien. Und von dem kommt der Strom raus und treibt den Elektromotor vorne an. Aber den muss man wahrscheinlich auch aufladen, oder? Ganz genau, die Batterien muss man aufladen, auch, so ähnlich wie das Handy. Das muss man ja auch wieder anstecken, dass es aufgeladen wird. Und so funktioniert das beim Elektroauto auch. Das muss ich zwischendurch dann anstecken, damit der Strom wieder reinkommt. Und für Cell haben wir hier die Kabel. Dann kann man da bei einer Ladestation hingehen und das einfach instecken. Und dann kommt der Strom in die Batterien. Und ich kann das Gleiche sogar daheim machen. Da ist ein eigener Kabel. Und dann ist es so, als ob ich daheim eine eigene Tankstelle hätte, weil ich kann leider den Kabel in die Steckdose tun und schon ladet die Batterie wieder auf. Ah, das ist praktisch. Das heißt, man hat daheim wie eine kleine Tankstelle. Und unterwegs muss man dann halt sozusagen eine Stromtankstelle finden. In Zukunft gibt es noch nicht mehr normale Tankstellen, so wie bis jetzt, wo man Benzin und Diesel tankt, sondern noch seine Ladesäulen. Da kann man es halten und mit dem Kabel das Auto anstecken und derweil einen Kaffee trinken oder besessen und inzwischen ladet das Auto auf. Und mit so einem Auto komme ich zum Beispiel 160 Kilometer weit und das entwickelt sich laufend weiter. Also von Jahr zu Jahr werden die Reichweiten mehr. Es gibt auch andere Autos, die fahren schon weiter. Und dann hat man eigentlich keine Einbußen mehr im Vergleich zu einem herkömmlichen Auto. Und der weitere Unterschied ist da, du siehst es, da ist kein Auspuff mehr, da kommt kein Rauch und keine Abgase raus, sondern nichts. Das ist mit Strom betrieben und da gibt es keine Abgase. Ah, das heißt, das ist eigentlich richtig gut für die Umwelt. Das ist eine super Sache. Ein Elektroauto ist ein Auto, das elektrisch betrieben wird. Es fährt also mit Strom. Die meisten Elektroautos haben in ihrem Inneren eine Batterie, die immer wieder neu aufgeladen werden muss. E-Autos sind sehr leise und pusten keinen Feinstaub oder schädliche Abgase in die Luft. Daher haben sie auch keinen Auspuff. Wenn sie mit Strom von Wasserkraftwerken oder Solaranlagen fahren, sind sie also sehr umweltfreundlich. Ja, David, hast du Lust, eine Runde zu machen? Ja, logisch. Na, probieren wir es aus. Okay, dann starten wir. Es fängt schon einmal an, wenn man da die Zündung einschaltet. Da hört man einmal gar nichts. Dann tun wir einen Gang rein. Und siehst du, man hört nichts. Ah, das ist wirklich still. Ist mir nicht gewöhnt. Und der Gangschaltung? Hast du eine normale wie bei einem normalen Auto? Oder? Das ist ein bisschen ein Unterschied, weil bei einem Elektroauto ist halt eine Automatik. Das heißt, man muss nicht Gang schalten, sondern das beschleunigt ganz von allein, ohne dass man Gänge schalten muss. Ah, das ist geschickt. Und etwas, was noch toll ist, wenn man dann Gas gibt, dann geht es sogar schneller weg wie ein normales Fahrzeug. So, und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Merkt schon, die Beschleunigung für so ein kleines Auto ist eigentlich schon ziemlich gut. Genau, ist ein kleines Auto, aber das geht richtig ab. Und so heißt er auch, der kleine Flitzer. VW ab.
Und richtig ab geht auch der Tesla S90D mit 422 PS und 250 km/h Spitzengeschwindigkeit, den ich jetzt gleich testen darf. Vorher muss ich aber noch ein kurzes Interview geben. Lieber David, also du bist jetzt im Tesla-Rennwagen und freust du dich? Bist du ein bisschen aufgeregt? Die Beschleunigung ist ja von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden. Bist du aufgeregt? Ja, logisch, aber jetzt gehen wir mal schauen, ob die halten, was sie versprechen. Schauen wir mal, was die halten und was du dann sagen wirst. Dankeschön, viel Spaß, gute Unterhaltung. Wahnsinn! Bei so extremen Fahrbedingungen muss der 120.000 Euro teure Wagen recht schnell wieder zum Stromtanken an die Steckdose. Ich nutze diese Zeit, um mit Profi-Piloten Georg zu fachsimpeln. Und? Hat's dir gefallen? Ja, mir hat's richtig in den Sitz eingedruckt. Du, so schnell wie das geht, das wird wohl wie ein Rennauto sein, oder? Das ist ein Rennauto. Mit dem Auto werden ja auch Rennen gefahren. Aber wie du siehst, eigentlich ganz normales Fahrzeug, mit dem man auch auf der Straße halt fahren könnte. Und was ist da jetzt der Unterschied, wenn man mit so einem Auto fährt oder einem Benzinauto? Ja, du hast es selber gemerkt, man hört innen nichts, also komplett ruhig. Und der Vorteil von Elektroantrieb ist natürlich extrem viel Drehmoment. Das heißt, in dem Moment, wo man aufs Gas geht, kann ich die volle Leistung sofort da und selber macht einen riesengroßen Unterschied. Und es macht Spaß. Ah, heil ist gut. Spaß ist logisch die Hauptsache bei einem Auto. Vor 10 Jahren baute Tesla als erstes Unternehmen weltweit einen strombetriebenen Sportwagen. Und gibt auch heute noch bei E-Autos den Ton an. Aber auch andere Hersteller bauen inzwischen E-Autos, wie zum Beispiel BMW, Mercedes, Renault oder auch Honda. Aber es gibt nicht nur Autos, die mit Strom fahren, sondern auch noch andere coole Elektrofahrzeuge, wie zum Beispiel das da. Hi Dirk. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da was bist. Was ist denn das jetzt? Das ist genau ein Segway, nennt sich Personal Transporter und dient eben dazu, wirklich schnell von A nach B zu kommen dann auch. Kann man in der Stadt wunderbar einsetzen, wird in großen Betrieben eingesetzt, wird auf Flughäfen zum Beispiel eingesetzt oder jetzt, wie wir es haben, auch für Stadtführungen oder Führungen hier durch Südtirol. Aha. Und wie genau benutzt man das? Wie fährt man mit dem? Wow. In dem Moment, wenn du jetzt gerade ausschaust, wo du hinfahren möchtest, ja, dann merkst du, wie das Gerät arbeitet, dass es für dich das Gleichgewicht hält und du das selber nicht ausgleichen musst. Also nicht wie auf dem Surfbrett oder beim Skifahren, sondern das macht die Technik. Und wenn du jetzt fahren möchtest, lehnst du dich einfach zu mir nach vorne. Dann fährst du und zum Anhalten ganz leicht nach hinten, dann rollst du aus. Wirklich ganz einfach. Das nächste Elektrofahrzeug hat die Radl nicht nebeneinander, sondern hintereinander. Und das war das E-Bike. Hoi Armin. Hallo, grüß dich. Erzähl mal, was ist denn eigentlich ein E-Bike? So ein E-Bike ist nichts anderes wie ein normales Radl, das ein Motor hat, der einfach unterstützt beim Treten. Ah, also heißt, du musst praktisch nicht so viel selber treten, sondern der Motor hilft dir treten. Genau, da gibt es mehr Unterstützungsstufen. Da kannst du sagen, der Motor soll dir mehr helfen oder weniger helfen. Und dann musst du praktisch fast schon leicht pro forma treten. Und ihr habt auch noch gehört, dass bei den Radl ein bisschen etwas anders ist. Ja, wir haben hier Solarpaneele integriert, sind Laden. Das heißt, wenn du Sonne hast, dann musst du den Akku eigentlich nicht mehr ans Ladegerät anstoßen, sondern es ladet über die Sonne. Ah, das ist geschickt. Das heißt, wenn du Sonne hast, lädt es sich von ganz allein auf. Ganz genau. Das ist praktisch. Ich würde mal sagen, ich probiere das aus, oder? Ja. Boah, das geht ganz schön schnell und ohne viel Kraft. Das macht richtig Spaß und in Spitzen kippt man auch nicht an. Also E-Bikes sind ja ganz cool und echt schnell. Aber ich glaube, ich werde echter mit dem daheim fahren. Bis zum nächsten Mal, war tipptopp dabei.